Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir spielen heute eine kleine Runde Bed Wars 4x2 auf der lieben Map Claustrophobia. Heute wieder auf Revi, weil ich mir dachte, yo, Revi kann man sich jetzt auf jeden Fall mal gönnen. Leute, ich hoffe, ihr hattet alle bisher einen guten Tag. Ich hoffe, euch geht so an sich auch gut, so hoffentlich nicht zu viele Probleme im Leben so. Und ich hoffe vor allem für die, die Schulzeit wieder angefangen haben oder für die, die Schulzeit bald wieder anfängt. Ich hoffe, es läuft gut und ihr lasst euch nicht zu sehr mobben von euren Lehrern so. So, hier in Berlin geht zum Beispiel die Schulzeit oder ist schon wieder losgegangen. Und bei mir dementsprechend auch wieder. Deswegen kommt vielleicht auch nur alle 3 Tage mal ein Video. Weil ich es halt zeitlich leider sonst nicht anders schaffe. Weil ich dann auch mal bei meiner Freundin bin, etc. Die Stars, ihr wisst. Sieht man übrigens auch alles auf Insta. Auf jeden Fall habe ich heute also für mich persönlich ist es ein übel spannendes Thema. Wie es für euch ist, kann ich leider nicht sagen. Weil ich denke mal, das ist so persönlichkeitsabhängig, was dich jetzt interessiert und wie es dich interessiert, wie du darüber denkst und wie nicht. Und Bruder, habe ich mich da getrickt 360. Auf jeden Fall habe ich letztens eine Reaction gesehen von Unge. Und in dieser Reaction hat er auf ein Video reagiert. Oh, das war ein schöner Lag-Hit. LOL! Und wofür will auch mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit unten. Naja, auf jeden Fall haben sie da auf dem Video über das Universum reacted und über verschiedene Theorien, dass es vielleicht ein Paralleluniversum gibt oder mehrere und dass wir in einer Simulation leben. Und da habe ich mir echt ein paar Gedanken drüber gemacht. So, ich meine, stellt euch mal vor, wir leben halt wirklich in einer Simulation und sind wirklich für irgendwelche Menschen so wie ein Computerspiel oder sowas in der Art. Und hallo? Nein, oh, da hätte ich den Block Energy weiter unten machen müssen. Das Ding ist, ich glaube, das ist für unseren Kopf gar nicht so realisierbar, weil für unseren Kopf sind so ziemlich wir, glaube ich, die einzigen, die es gibt. Und unser Kopf könnte sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was wäre, wenn wir doch plötzlich erfahren sollten, dass wir halt vielleicht im Computerspiel sind. Stellt euch mal vor, irgendein sonst was für ein Wesen kommt und sagt, yo, ich bin hier rein projiziert oder sowas. Und sagt euch, yo, oh, das war schön, Mate. Und sagt euch, yo, ihr seid alle nur in einem Computer und seid meine Simulation, die ich zu Hause mache. Das müsst ihr euch mal geben, so. Ja, zum Beispiel Rick und Marty Gucker werden sowas übelst gut kennen, weil Rick, der Hauptcharakter oder der Schlaue, hat im Prinzip so eine Simulation erstellt, um zu gucken, wie andere Lebensformen sich fortbilden, etc. Und ist dann in diese Simulation reingegangen und hat ihnen gesagt, yo, ihr seid eigentlich alles so eine Simulation. Als diese Spezies aber schon so weit war, dass im Prinzip diese Spezies selber so eine Simulation gemacht hat. Und so geht es dann halt immer weiter, wisst ihr? Und stellt euch mal vor, wir sind am Ende auch nur so eine Simulation. Und du, ich, jeder, der hat seine Probleme. Jeder hat seinen eigenen Kopf, seine eigene Art, sieht anders aus. Und stellt euch mal vor, wir alle sind wirklich einfach nur eine Animation, die an einem PC erstellt worden ist, um zu gucken, wie wir in bestimmten Situationen handeln oder wie wir in bestimmten Situationen arbeiten oder was wir aus bestimmten Situationen machen. So, das ist, glaube ich, wie gesagt, für unseren Kopf übel schwer vorstellbar, dass das wirklich so ist. Und oh nein. So, ciao. Und da haben wir das Bett. Ja, GG für die Runde. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich in noch einer Runde. Wie ist dann? So, Leute. In der zweiten Runde angekommen. Das wäre so ein Brainfuck. Genau das gleiche mit der Theorie über verschiedene Universen bzw. Paralleluniversen. Ich meine, stellt euch mal ein Zimmer vor, einen Raum. Ein Zimmer wie vielleicht euer Zimmer, in dem ihr gerade sitzt. Oder eure Wohnstube, in dem ihr gerade sitzt. Da, wo ihr halt gerade das Video guckt. Und dann müsst ihr euch ganz viele verschiedene große, vielleicht verschiedene große oder vielleicht auch gleich große Kugeln vorstellen. Kugeln oder sonst was für eine Form. Weiß man ja nicht. In dieser Kugel, in jede verschiedene Kugel, ist ein Universum. Einmal genau das, wie wir es hier haben. Einmal genauso viele Lebewesen, wie wir sie hier haben. Genauso viele Probleme, wie wir sie hier haben. Ich glaube, das war gar kein Deutsch. Und genauso einmal die gleiche Masse, wie wir sie hier haben. Genau die gleichen Gedankengänge, bla bla bla. Und das nur in dieser Kugel. Jetzt müsst ihr euch davon
100 Kugeln vorstellen, 2 Kugeln, 50 Kugeln, tausende Kugeln, das weiß man ja nicht. Und in jeder Kugel ist, wie gesagt, einmal so ein Universum, wie wir es hier haben, drin. Nur, dass der Unterschied in diesem Universum ist, dass vielleicht verschiedene Dinge anders gelaufen sind als bei uns und deswegen entweder dieses Universum entstanden ist oder es halt einfach so schon da war und es halt anders gemacht worden ist in diesem Universum. Was wäre, wenn es dich, mich, sie, es, unsere Familien, unsere Cousins, unsere Autos, alles gibt es so nochmal. Nur vielleicht mit einer anderen Art, einer anderen Sprachweise oder sonstigem. Nein, Mate. Ach, als ob er mich auch noch bekommen hat, schade. Und jetzt stellt euch mal das Szenario vor, wie es wäre, wenn diese Kugeln aufeinander krachen und die Universen verschmelzen. Was passieren würde, weiß man nicht. Aber stellt euch doch dann mal vor, es wäre so, dass wir Menschen, vielleicht die Leute, die wir so im Real Life kennen, nochmal wiedersehen, nur halt in anderen Universen. Und Gelb hat sich Gold geholt. Mal schauen, ob wir die holen können. Schade. Und wie gesagt, so dieses Thema interessiert mich halt übel. Falls es vielleicht manche nicht interessiert, dann tut es mir leid, falls ich euch damit nicht unterhalten kann. Aber ich wollte einfach mal mit euch darüber reden und vielleicht eure Theorien auch in den Kommentaren hören, so wenn ihr das vielleicht mal schreiben wollt oder eure Gedanken über das Universum, über uns, verschiedene Theorien und warum sneakt der Typ da oben, hören, das würde mich wirklich interessieren. Och, haben die jetzt beide einen Bogen? Haben die wirklich beide einen Bogen? So, eins ist weg. Ah, den zweiten habe ich leider nicht bekommen. Ich meine, gebt euch doch mal, wie krank das wäre, würdet ihr einfach irgendwann vor euch selbst stehen, der vielleicht nur eine andere Art hat, vielleicht eine andere Herkunft oder sonstiges. Vielleicht wirklich ihr, nur halt in etwas anders. Oder stellt euch vor, ihr seht euer Haus, nur vielleicht mit anderen Bauteilen, vielleicht mit einer anderen Baukultur, weil das kann sich ja alles geändert haben. Vielleicht bauen Leute in anderen Universen gar nicht mit dem, was wir hier haben, sondern bauen eventuell nur mit Holz oder einfach mit den strangesten Sachen, die es gibt, die wir vielleicht hier gar nicht kennen. Vielleicht Chemikalien, die einfach zusammengesetzt wurden und verhärtet wurden oder irgendwas. So, das wäre voll krass und wir müssen den... Oh, da habe ich die 20 Gold aber in der Tasche. Wir müssen mal gucken, ich will eigentlich die Bowspammer gerne bekommen, bevor die uns bekommen. So, da ist der eine weg. Und habe ich den zweiten noch? Ich glaube den zweiten habe ich auch noch bekommen. So, da haben wir die Bossbärmer zum Glück erstmal runterbekommen. Hä, warum denn alle gegen grün? Bruder, was habe ich gemacht? Er sagt einfach alle gegen grün. Bruder, doch. Ihr habt gesagt, alle gegen grün. Ja, mein Digga, sie teamen jetzt hier einfach. Sie machen einen auf Teamer. Nein, nein, och, da war ich absolut lost. Was zum Beispiel mir früher auch im Kopf immer über das Thema rumgeschwirrt ist, ist so, was wäre denn, wenn jeder Gegenstand, den wir als Menschen herstellen, Schneekugeln, Gläser, Flaschen, Stifte, alles was es gibt, ist ja aus verschiedenen Teilchen zusammengesetzt oder Atomen. Und was wäre, wenn jeder Atom ein eigenes Universum wäre? Stellt euch das mal vor. Und okay, er ist tot. Und da holt sich Geld wieder Gold. Korrekt, korrekt. So, das war früher immer so mein Gedanke, was wäre denn, wenn das so ist? Was wäre, wenn wir Atome zerstören oder wenn wir Dinge kaputt machen, es vielleicht gleichzeitig Lebewesen sind, die wir damit töten, weil wir einfach dumm sind, so wisst ihr? Och, Bruder, ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Nein, der mit Gold muss runter. Super. Und das jetzt weiter auch weg, lass es mich bitte bekommen. Ja. Und da sind die Gelben weg. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir die anderen auch noch bekommen. Aber die sind nicht auf uns gegangen und ich glaube, die sind auch nicht so gut. Stellt euch mal vor, ihr nehmt euch ein Glas. Und stellt euch vor, weil ihr das schüttelt,
passiert in einem anderen Universum nur mit einer viel geringeren Zeit etwas ganz Schlimmes, weil ihr gerade ihr Universum gefühlt schüttelt. Aber nur halt mit dem Unterschied, dass deren Zeit wahrscheinlich milliardenmal langsamer ist als unsere und wir einfach, wenn wir einmal das Glas schütteln, innerhalb von Sekunden es für sie halt tausende Milliarden von Jahre sind. Boah, das ist auch so richtig, das ist auch so eine richtige Brainfuck-Sache, finde ich. So, sorry fürs Einbauen, aber ihr habt gesagt, alle gegen uns und ja, ne? Finde ich echt nicht cool von euch. So, wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Kommentare bzw. eure Theorien über die ganze Angelegenheit in den Kommentaren, würde mich wirklich interessieren. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Theorien-Video hier gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal und ciao. But it's just a fantasy and I'm glad to see you really have found your way. Haven't talked to you in a couple days and hopefully you're doing okay. And things happen for